Hallo Herr Stadtbäumer, wir sind hier am Stand von Ihnen und Sie verkaufen jetzt Perspektiven? Ja, richtig. Die werden jedes Jahr zum Basar neu erstellt und wir berichten in den Perspektiven über das vergangene Schuljahr, was da alles passiert ist und nutzen die Gelegenheit, dass viele ehemalige Schüler und auch Eltern hier hinkommen, um die Perspektiven dann zu kaufen und wir verkaufen die dann. Sie verkaufen hier von allen möglichen Jahren die Perspektiven an ehemalige Schüler? Unter anderem an ehemalige, weil viele Ältere, die damals ihr Abitur hier gemacht haben, bestimmte Jahrgänge nicht haben. Und deshalb nehmen wir auch immer die Chance um hier auch alte Perspektiven nochmal zu verkaufen. Und unter anderem die Festschrift, die zum 150-jährigen Jubiläum herausgekommen ist. Ja, finde ich sehr interessant hier. 150 Jahre. Ja, da findet man dann alles Wichtige über die letzten 150 Jahre, 1851 bis 2001. Ganz genau, da in der Festschrift, die vor längerer Zeit rausgekommen ist, wird so ein bisschen über die Geschichte der Schule berichtet. Ansonsten die normalen Perspektiven berichten immer nur über das vergangene Jahr. Deshalb ist das für Eltern, die ihre Kinder hier anmelden wollen an der Schule, auch sehr interessant, weil sie einfach dann einen Einblick in das Schulleben bekommen. Spenden Sie auch für wohltätige Zwecke? Nein, wir nutzen die Einnahmen hier, um die Produktionskosten für die Perspektiven zu refinanzieren, weil das doch ein sehr teurer Spaß ist. Ja, gut, danke schön. Das war das Interview mit Herrn Stadtbäumer.